und hallo, es ist soweit. Endlich wieder Simson fahren. Der Winter scheint jetzt wohl so einigermaßen abgeklungen zu sein. Endlich wieder raus auf den Bock. Oh, herrlich. Herrlich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie geil das ist. Es ist Freitag. Eigentlich würden wir streamen, oder Wind kommt gerade ein bisschen. Oh, ey. Das ist echt. Aber gleich nicht mehr, weil wir jetzt gleich einmal rechts rumfahren und dann ist alles ein bisschen tiefenentspannter. Nur hier ist halt, ne? Ostseeküste. Wir haben immer Wind. Schleswig-Holstein hat immer Wind. So. Hallo, lieber. So, oh, herrlich, herrlich. Oh. Das ist einfach nur wieder, einfach unbeschreiblich, jetzt wieder auf der Simson zu sitzen. Wie gesagt, heute ist Freitag. Eigentlich würden wir ja Livestreaming machen. Aber, ehrlich gesagt, sorry, da drehe ich lieber ein Video. Ich musste mit der Simme raus, weil morgen soll zwar auch noch geiles Wetter sein, am Samstag. Samstag ist ja Hauptstream-Termin eigentlich, aber freitags nach Feierabend machen wir auch noch was. So, Hüpferdchen. Puppet will aber. Das will. Das hat Bock. Genau wie ich. Ah. Ja, geht ein bisschen abschüssig. Ey, das ist ja Wahnsinn. Was ist mit dir los immer? Schätzelein. Geht ja richtig. So, muss ich kurz überlegen, wie ich jetzt gerade gleich erstmal fahre. Ohne, dass wir jetzt hier großartig Windgeräusche rein haben. Ich weiß, wo wir hinfahren. Ich weiß, wo wir hinfahren. So, wie gesagt, macht wieder richtig Laune. Es hat so gejuckt in den Fingern. Ich habe mir meine ganzen Videos und auch von den anderen vom NF Performance, die Ausfahrten, vom Zweitakter, die Ausfahrten. Also, die habe ich mir alle reingezogen, teilweise doppelt und dreifach. Ich musste meine Sucht irgendwie befriedigen. Das war echt, echt übel. Es war jedenfalls einfach nur geil. Oder ist jetzt einfach nur geil. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich hoffe, der Ton wird aufgenommen. Ich habe die Ausrüstung gar nicht großartig gecheckt. Ich habe heute von der Arbeit gekommen. Zack. GoPro. aufgeladen oder angefangen aufzuladen. Ich glaube, die hat noch nicht mal 100%. Hier ist immer kacke, hier ist nämlich eine Golan Recycling. Oh, ja, jedenfalls aufgeladen. Los. Los! Ich habe sie letztens schon aus dem Keller geholt. Und es muss einfach sein, Leute. Da hinten ist die Ostsee. Ja. Wie gesagt, ihr merkt also, ich habe es nicht weit zum Strand. Ja. Oh, herrlich, 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 herrlich. So, eure Mopeds auch schon aus dem Winterschlaf raus? Seid ihr schon länger am Fahren? Ich wäre eigentlich auch schon, hätte schon viel mehr aufgenommen oder auch durch die Gegend gefahren, wenn das Wetter mitgespielt hätte. Ich bin keine 20 mehr, ich bin auch keine 30. Ich gehe stark auf die 50 zu. Und da muss ich das nicht haben. Wenn ich fahre mit dem Moped ja später auch zur Arbeit. Jetzt haben wir eine Baustelle auf der Arbeit bekommen. Jetzt habe ich einen Umweg von 15 Kilometern. Eine Tour, also 30 Kilometer Umweg am Tag. Ja.
Das schockt gar nicht. Das macht wirklich keinen Bock. Und ja. Und wie gesagt, morgens ich müsste dann so, ja, um 5. Kurz nach 5 müsste ich losfahren. Und da ist das einfach noch zu frisch für mich, alten Mann. Alten Mann bin ich nicht, bin ich alt. Oh, da habe ich ja ganz vergessen, dass hier so eine... Mal aufpassen, diese so viele Stöcker. Es hat ja in den letzten Tagen und Wochen hat es hier gewindet und Schneeregen und Schnee, aber nicht liegen geblieben, wie ihr seht. Einfach nur ungemütliches Wetter. Ja. Aber ich bin jetzt, es ist so geil. Oh, herrlich. Einfach schön durch die Gegend knattern. Und was soll ich sagen, als ich aus dem Keller geholt habe, Batterie angeschlossen, 4-5 Mal kicken, Ränge, Dänge, Dänge, Däng. Alter Falter. Das schon sexy. Und jetzt habe ich mir gedacht, mein Gott, heute ist Freitag, wie gesagt, das Wetter soll noch gut mitspielen, morgen auch, aber morgen will ich halt Livestream auf Twitch. Und ja, ich musste raus. Boah, meine Güte. So, da hinten ist der Bettenbunker Heiligenhafen. Alter Leute, ich versuche gleich mal irgendwo ein bisschen ranzufahren. Oh, halt mal hier an, komm, warte, nö. Ja, noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube, ich brauche auch gar nicht ranzoomen. Mit der GoPro. Wir versuchen da hinten mal. Da kommen wir ein bisschen näher ran, da zeige ich das. Alter Falter, da würde ich nie im Leben in sowas Urlaub machen. Kein Stück da. Boah, Wind, sorry. Magleno, nicht? Ich glaube, von da oben müssen wir es gleich besser sehen. Das sieht man halt schlecht, ne? Also ich denke mal, ich weiß nicht, wo euch der Dings, aber hier, ne, wenn wir gleich zurückfahren, Ostsee, ne? Ostsee, Strand, Beach, Party. Ich bin vollkommen im Spring Fever. Im Frühlingsfieber, ich find's geil, dass es jetzt endlich mal ein bisschen wärmer wird hier. Ich dachte, ich wäre schon im dritten. Jedenfalls fahren wir jetzt auf diesen Bettenbunker dazu. Seht ihr das? Da würde ich niemals Urlaub machen wollen. Kein Stück. Da können wir einen Urlaub umsonst. Hier, gratis. Mach. Nee, danke. Wenn ich Urlaub machen möchte, dann möchte ich hier so Walla Pampa. So leck mich am Arsch. So zwei Häuser, ein Fuchs, ein Hase. Gute Nacht. Ne? Oh. Und da ist auch schon die Ostsee. Strand. Ne? Heiligenhafen, Strand. Ne? Strand, Heiligenhafen, Heiligenhafen, Strand. Community, Strand. Wasser? Wir fahren mal runter. Wir fahren mal zum Strand. Ich hoffe, der Ton wird echt aufgenommen. Ach, natürlich jetzt wieder voll Gegenwind, ne? Oh, ich hasse das. Gegenwind und Ton ist hier... Sorry, für den Arsch. Dann, also. Ja, halt, hier ist nichts, hier ist freie Pläne, ne? Hier weht der Wind richtig dann. Und nein, es ist noch kein Sturm.
Strom sieht bei uns anders aus. Strom ist dann, wenn das Schaf keine Locken mehr hat. Das ist Strom. Ach ja, oh, dann wollte ich Luft aufpumpen. Dann ist bei uns an der Tankstelle die Anlage kaputt. Aber das war ja, ich bin auch der Meinung, 2,5 bar hinten und 2 bar vorne, ne? Jetzt fahren wir aber erstmal zum Strand. Vielleicht spule ich das Video auch vor, bis wir kurz auf dem Strand sind. Können wir noch ein bisschen an Beach? Am Strand. Ach ja. Ist auch ein normaler Strand. Naturstrand nennt sich das. Naturstrand, ich wollte vielleicht die, die es nicht wissen. Naturstrand heißt, der ist wirklich naturbelassen halt. Keine Steine weggesammelt im Wasser und so weiter und so fort. Das ist halt sehr steiniger Strand. Auch am Sand, also am Strand, nicht am Wasser. Alles voller Steine halt. Das ist halt naturmäßig. Und trotzdem ist das Ding von Touris überlaufen. Naja, ist auch ein Campingplatz wieder direkt da dran, ne? Also, als ich von der Arbeit gefahren, gekommen bin mit dem Auto, ich sag, Alter, ey, was ist denn jetzt schon los? Also, nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Touristen. Ja, in Maßen und nicht in Massen. Und was hier in den letzten Jahren abgegangen ist, das ist nicht mehr feierlich. Das ist Masse. Und das ist der Schock gar nicht. Das ist Massentourismus dann. Also das macht keinen Spaß. Als Einheimischer dann noch an den Strand zu gehen, ne? Das ist so. Da hast du keinen Bock mehr drauf. Du willst ja nicht da liegen wie so eine Ölsardine. Vorfahrt an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Das heißt, ich habe Vorfahrt an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Ist das dieses gemeint? Oder? Nee, ist dieses gemeint. Ja. Oh, Wind, der rauscht da! Alter Falter! Ey, schock nicht! Also Windschock nicht. Ich hätte es gern windstill. Aber wie gesagt, wir haben seit Tagen, seit Wochen haben wir eigentlich Wind. Kontinuierlich. Aber ich wollte mir, und daraus werde ich mir auch nicht die Laune vermiesen lassen, was das Fahren betrifft. Ist halt schade dann für die Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch läuft. Keine Ahnung. Hallo, hallo. Weil diese GoPro Quick App oder wie der Scheiß da heißt, die kannst du ja sowas von in die Tonne hauen. Campingstrand, ja, da fahren wir jetzt mal hin. Mal kurz ans Wasser, eine schmokern, meine ne? Also ihr wisst, was ich meine. Oha, haben die Straße neu gemacht. Sag mal. Ist ja gediegen. Alter, habe ich hier irgendwie einen Pfahl im Gesicht? Irgendwie steht irgendwas Komisches von mir auf dem Helm drauf? Manche Leute glotzen, ey. Wilder Gag. Hier, ne? Privatparkplatz. Meiner. Nee, leider nicht.
Hier ist der Strand. Ist das nicht geil? Ich sag ja. Wohnen, wo andere Urlaub machen. Benzin anzu, ne? Ist das nicht geil? Irre. Einfach nur herrlich. Das ist halt Naturstrand, ne? Wenn das so ein bisschen steiniger ist und so weiter und so fort. Das ist dann Naturstrand. Wie lange läuft denn das Video jetzt schon? Ich weiß das gar nicht. Ich guck mal hier, ob das hier... Nein! Alles schließen. Oh Mann. Da. Als Gast fortfahren. Weil du musst ja, wenn du, ne? So. Seit 16 Minuten und 50. Ich weiß echt nicht, ob der Ton aufgenommen ist. Man konnte eigentlich auch mal sehen, dass das... Naja. Ich weiß nicht. Ich stecke mir jetzt einen an. Ich bin noch in Arbeitsklamotten. Aber ich musste einfach raus. Ich hatte einfach sowas von Bock. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, echt. So. Ich muss noch ein Foto machen für eine Seite hier gleich noch vom Moped. Alter, das Fahrrad, okay, es ging noch mal, dass das Moped... Moped sag ich schon, dass du die Aufnahme sehen konntest. Naja, gut. Ich denke immer, das war es auch erstmal wieder. Ne? Ich will euch nicht zu lange damit belästigen. Ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen Wunder, falls ihr noch nicht on Tour seid mit dem Moped, einen wunderbaren Start in die neue Saison 2023. Fahrt vorsichtig. Immer in der Handbreit. 1:50 unterm Sitz, hätte ich mal gesagt. So, man sagt bei uns eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Also, bis dahin. Mockout. Wir sehen uns.